Immobilien kaufen oder mieten im Jahr 2023. Ein jeder von uns ist schon mal vor dieser Entscheidung gestanden, soll ich mieten oder soll ich besser was kaufen? Natürlich auch eine Diskussion, die jeder schon geführt hat. Und heute sprechen Hannes und ich genau über diese Entwicklung. Herzlich willkommen, mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute lösen wir eben die Frage auf, kaufen oder mieten im Jahr 2023. Und Hannes, die meisten Leute, wenn sie eine Immobilie kaufen oder eine Immobilie mieten, schaut man eben auf die Kosten, die hier auf einen zukommen. Wenn ich heute eine Immobilie miete, dann schaue ich natürlich nur die Miete an, die zum Beispiel bei 1000 Euro liegt pro Monat. Und wenn ich dann eine vergleichbar ähnliche Immobilie kaufen möchte, schaue ich mir an, okay, was kostet die Immobilie und wie viel muss ich an monatlichen Rückzahlungen, wenn ich sie fremdfinanziere, auch wirklich bezahlen. Die meisten Leute übrigens finanzieren Immobilien fremd und kaufen diese nicht cash, weil die wenigsten haben heute in dieser Zeit einfach mal 3, 4, 500.000 Euro im Bar rumliegen. Und Hannes, warum aber dieser Vergleich, also dieser Vergleich von Miete und Kreditrückzahlung einfach so überhaupt nicht mehr aktuell ist und warum wir über das Thema heute sprechen müssen, das lösen wir im heutigen Video auf. Und natürlich geben wir euch auch Lösungen, wie ihr für euch selber rausfinden könnt, okay, ist vielleicht Mieten besser oder ist vielleicht Kaufen besser. Und ich habe vor kurzem, Hannes, eine Diskussion gehabt, wo es eben geheißen hat, ja, Benjamin, du lebst ja zur Miete, lebst in circa so einer ähnlichen Immobilie wie ich. Ich zahle aber gleich viel Kreditrückzahlung, das bedeutet eben Tilgung plus Zinsen, also eben die gesamte Hypothek zurück. Und ich zahle nur 100 Euro mehr im Monat wie du, aber am Ende des Tages habe ich ja dann diese Immobilie, die gehört mir. Du hast am Ende des Tages gar nichts, musst irgendwann wieder ausziehen und hast einfach dann die ganze Miete versemmelt. Und genau diese Kosten, Hannes, die versemmelt werden bei der Miete oder die Kosten, die aber auch versemmelt werden bei der gekauften Immobilie, über das versprechen wir heute. Wir sprechen also über die verlorenen Kosten, die einen betreffen, wenn man mietet oder eben kauft. Und darin lernt man dann aber auch, ob die Immobilie vielleicht besser zu kaufen ist oder besser zu mieten ist. Und bevor wir jetzt aber loslegen mit dem Video, Hannes, schauen wir uns mal an, was der wichtigste Notenbankchef der Welt, Jerome Powell, aktuell über den Immobilienmarkt zu sagen hat. I would say if you're a home buyer, somebody or a young person looking to buy a home, you need a bit of a reset. We need to get back to a place where supply and demand are back together and where inflation is down low again and mortgage rates are low again. So this will be a process whereby we do our work in a way that where the housing market settles in a new place and housing availability and credit availability are at appropriate levels. Jerome Powell sagt in diesem Video, wenn du jung bist und ein Haus kaufen willst, dann brauchst du aktuell einen Reset. Angebot und Nachfrage müssen sich erst wieder ausgleichen, die Inflation muss runterkommen und die Zinsen für Kredite müssen wieder günstiger werden. Und da blenden wir gleich die erste Grafik für das heutige Update ein, wo wir uns einfach mal ganz einfach anschauen, wie sind denn aktuell die Kaufbedingungen für ein Haus derzeit im wichtigsten Land der Welt, der größten Volkswirtschaft der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika. Und man sieht schon in dieser Grafik sofort, dass die aktuellen Kaufbedingungen die miesesten Kaufbedingungen in den letzten 45 Jahren sind. Und da mag man schon denken, ja, vielleicht ist es wirklich ein ganz schlechter Zeitpunkt jetzt, Immobilien zu kaufen. Aber Hannes, wir haben vorher eben über die Dinge gesprochen, wie Mieten und Kaufen, beziehungsweise die Rückzahlung an Kredit, die ich monatlich leiste und die Miete, die ich monatlich bezahle. Und eben viele vergleichen eben diese Zahlen und sagen, hey, wenn ich ja mehr oder weniger die gleiche Summe für den Kredit bezahle, macht es null Sinn zu mieten. Warum das aber total falsch ist, klären wir euch jetzt eben auch. Zuerst müssen wir uns mal schauen, welche Kosten hat denn zum Beispiel ein Hauskäufer? Ein Mieter, welche Kosten hat er? Ja, nur die Kaution, aber eben laufend die monatliche Miete. Das war's schon. Jemand, der aber ein Haus kauft, der hat noch ganz andere Kosten, denn der muss natürlich eben natürlich den Kredit rückzahlen, das heißt Kredit plus Zinsen und dann ganz, ganz wichtig auch die Steuern natürlich, die auf das Haus anfällig werden, die jetzt natürlich der Mieter nicht bezahlen muss. Das sind zum Beispiel die Grunderwerbsteuern, die man einmalig bezahlt, die in Deutschland zwischen 3,5% und 6,5% einmalig beim Kauf sind und noch 1 bis 2 Prozent Notarkosten, die dazu kommen, die man ja so nicht mehr bekommt. Diese Kosten sind einfach weg. Und natürlich die jährliche Grundsteuer, die es in Deutschland auch gibt, die sich zwischen 0,1 bis 0,3% von Immobilienbewertung beziffert. Und übrigens ganz, ganz wichtig für alle diejenigen, die in Deutschland sich für die Grundsteuerreform, die das noch nicht wissen, dass diese kommt, im Jahre 2025 hier unter diesem Video verlinkt, habt ihr alle Informationen, was 2025 bei der Grundsteuerreform auch wirklich kommt.
Hannes, kommen wir nun zurück zum Thema. Wir haben jetzt gerade über die Steuern gesprochen, die unter anderem Kosten sind, die man nie wieder zurückbekommt, aber natürlich auch die Instandhaltungskosten. Die sind ganz wichtig. Instandhaltung heißt ja nicht, dass man die Immobilie jetzt aufwertet, sondern dass sie einfach gleich viel wert bleibt, eben so, dass sie eben bewohnbar bleibt. Und die sogenannten Instandhaltungskosten, wie zum Beispiel Dächer renovieren, Bäder renovieren, eine neue Küche einbauen oder zum Beispiel ein Haus neu streichen oder einfache Kosten im Haus, das können sich nur auf ein paar hundert Euro beziffern. Diese Kosten muss man natürlich auch noch mit einbeziehen. Und es gibt eine allgemeine Regel für die Instandhaltungskosten jährlich und die liegen, könnt ihr euch merken, bei 1% vom Immobilienwert pro Jahr, die man rückstellen sollte, also zurücklegen sollte, damit man die Instandhaltung der Immobilie auch wirklich dauerhaft aufrechterhalten kann. So, diese Kosten sind bis dato eigentlich sehr, sehr einfach aufsummierbar und addierbar. Aber was die meisten nicht verstehen, sind die Kapitalkosten. Und die Kapitalkosten der Immobilie sind mit Abstand die wichtigsten Kosten für dich als Investor. Und unterteilen muss man Kapitalkosten auch hier in zwei Punkten. Unter anderem in die Kosten der Schulden, die ich natürlich bezahle. Ich muss ja Zinsen bezahlen auf die Schulden, die ich bei der Bank aufnehme. Und die Kosten des Eigenkapitals, das beim Kauf verschwindet und nicht mehr verfügbar ist. Und jetzt machen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn ich heute eine Immobilie kaufe von 600.000 Euro und man bringt 30% Eigenkapital mit, dann sind das 180.000 Euro, die ich mitbringe. Allerdings muss ich ja die anderen 70%, also die 420.000 Euro, fremdfinanzieren bei der Bank. Und auf die 70%, also diese 420.000 Euro, muss ich Zinsen bezahlen. Und die sind aktueller Stand heute, bei 3,5% per anno für ein klassisches Hypothekendarlehen. Alleine die Zinskosten belaufen sich bei diesem Beispiel auf insgesamt 1.225 Euro pro Monat ohne Tilgung. Die Tilgung der Darlehenssumme von 420.000 Euro, die muss Minimum übrigens 2% sein, damit man überhaupt noch einen Hypothekenkredit bekommt, das sind nochmal 700 Euro pro Monat. Somit kommen wir schon auf stolze 1.925 Euro pro Monat. Nur damit wir hier ein kleines Beispiel gegeben haben. Bis jetzt konnten wir also alles sehr, sehr einfach kalkulieren und einfach durchrechnen. Kommen wir aber nun zurück zu den Kapitalkosten, weil die Kapitalkosten sind eben die Kosten, die uns als Investoren wirklich interessieren. Weil die Kapitalkosten ist das Geld, wenn wir es in Immobilien investieren, dann können wir das Geld nicht mehr veranlagen und vielleicht mehr Prozent und Rendite draus machen. So, und diese 20%, die wir ja jetzt angezahlt haben für 180.000 Euro, was wäre, wenn wir die zum Beispiel in den Aktienmarkt investieren würden? Die durchschnittliche Rendite übrigens bei den Aktienmärkten seit dem 19. Jahrhundert liegen auf globaler Basis inflationsbereinigt bei 5,3%. Die durchschnittliche Rendite seit 1900 bei Immobilien liegt bei 1,3% inflationsbereinigt. Woher kommen diese Daten? Das haben wir auch hier unten verlinkt. Die kommen vom Jahresbuch der Credit Suisse, die wirklich jedes Jahr diese Returns quasi dieser verschiedenen Vermögensklassen aufstellt und da kommen diese Zahlen her. Wenn wir jetzt nun diese 5,3% inflationsbereinigt und die 1,3% Immobilien nehmen, haben wir einen Unterschied, einen Renditeunterschied von 4%, die ich also langfristig gesehen mit Aktieninvestments mehr mache. Alle großen Kriege sind da drin, alle großen Wirtschaftskrisen sind da drin und das ist schon ein ordentlicher Teil. Das bedeutet also, und das müsst ihr wirklich unbedingt verstehen, dass die Kapitalkosten und somit die 4%, die ich mit Aktien mehr machen würde, das sind nichts anderes wie entgangene Gewinne und sogenannte Opportunitätskosten, die aber so gut wie keiner beim Immobilienkauf mit einbezieht. Wie gesagt, es geht heute nicht darum, ob die Immobilie meine Traumimmobilie ist oder ob ich einzig und alleine wirklich 100% die richtige finanzielle Entscheidung treffen möchte. Es geht nur heute um die Finanzen. Mache ich finanziell etwas Gutes oder mache ich finanziell etwas Schlechtes, ohne dass es für mich jetzt gut ein Traum ist oder nicht. Und Hannes, die Kosten für den Kredit aktuell liegen bei 3,5 bis sogar 4% in Deutschland, wenn man sich das im Internet derzeit anschaut, sind natürlich massiv jetzt gestiegen und die Kosten für einen entgangenen Gewinn, also die Opportunitätskosten, liegen derzeit auch bei 4%. Also es ist völlig egal, wie wir eine Immobilie heute finanzieren, die Kosten, die auf uns zukommen, sei es eben die Kapitalkosten über die Schulden oder die Kapitalkosten über die entgangenen Gewinne, die sogenannten Opportunitätskosten, sind 1:1 dieselben. Fassen wir also nochmal kurz die ganzen Kosten hier zusammen. Wir haben also Kosten zwischen 0,1 und 0,3% für Grundsteuer. Wir haben 1% pro Jahr für Instandhaltungskosten der Immobilie und 3,5 bis 4% Kapitalkosten. Kommen wir also insgesamt circa auf diese 5%. So, und jetzt ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für euch. Was mache ich mit diesen circa 5%? Denn mit diesen 5%
gibt es eine sogenannte 5%-Regel, mit denen ihr nun ausrechnen könnt, ist für euch es besser, eine Immobilie zu kaufen oder ist es für euch besser, eine Immobilie zu mieten? Nehmen wir zum Beispiel jetzt ein Haus wie vorher um 600.000 Euro. Multiplizieren wir jetzt die 600.000 Euro mit diesen 5% und dividieren diese ganze Summe durch die Monat durch 12. Also eben einfach 600.000 mal 0,05 dividiert durch 12. Dann habt ihr die jährlichen Kosten von der Immobilie im monatlichen Raten. Und das wären bei diesem Beispiel 2.500 Euro pro Monat. Das heißt, wenn du heute eine Immobilie findest um 600.000 Euro und du kriegst diese Immobilie unterhalb von 2.500 Euro vermietet, dann ist Mieten die bessere Entscheidung. Wenn du heute eine Immobilie für 600.000 Euro findest und die Miete kostet mehr wie 2.500 Euro, dann ist es nicht unbedingt gut zu mieten, sondern besser eben das Haus zu besitzen, weil eben dann die Kosten langfristig günstiger sind. Und umgekehrt kann man dieses Beispiel genauso nehmen, das finde ich sehr, sehr cool. Wenn du zum Beispiel ein Mietobjekt findest, was 2.000 Euro pro Monat kostet, dann nimm einfach diese 2.000, multipliziere sie mit 12 und dividiere sie durch die 5%, dann kommen wir auf einen Betrag von 480.000 Euro. Das bedeutet nichts anderes, dass 2.000 Euro Miete zahlen pro Monat finanziell gleichgestellt ist mit einer Immobilie im Wert von 480.000 Euro. Und selbstverständlich ist dieses Beispiel sehr, sehr leicht hier genommen. Und diese 5% variieren natürlich ganz, ganz stark. Weil Hannes, wenn ich jetzt heute zum Beispiel im US-Aktienmarkt investiere, dann habe ich 8-10% historische Rendite. Und auch bei den Immobilien in den USA sind wir deutlich 3-5% Bereich. Das heißt, dieses Ratio verändert sich natürlich die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz, für euch ist es super, wenn man diese 4-5% Regel nimmt, diese Kalkulation macht, um einfach zu schauen, ist für mich Mieten besser oder ist für mich Kaufen besser. Und zusammenfassend muss man einfach sagen, dass der größte Fehler bei Immobilienkauf und die größten missachtetsten Kosten eines Eigenheims sind nicht die Zinskosten, sondern die Opportunitätskosten, der entgangene Gewinn, die man mit diesem Eigenkapital erzielt hätte. Und ich glaube, alle, die bei Investinvest auch zuschauen, viele Investmentinteressierte, für die ist das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil man kann natürlich in diesem Eigenkapital sehr, sehr gut Rendite machen, wenn man zum Beispiel zur Miete lebt und sogar deutlich besser abschneiden, anstatt eine Immobilie zu kaufen. Wenn Leute aber, Hannes, keine Risiken eingehen wollen oder vorsichtig sein wollen oder die Immobilie natürlich der Traum von einem ist, da macht es relativ wenig Sinn, diese Kalkulation zu machen, weil dann tue ich einfach das, was für mich persönlich das Beste ist. Finanziell gesehen kann man aber so sehr leicht für sich selber herausfinden, ob Mieten oder Kaufen im Jahr 2023 das Bessere ist. Benjamin, das war, glaube ich, super veranschaulicht. Jetzt einfach ein einfaches Rechenbeispiel, wenn man sich selber am besten durchrechnen kann, was für einen das lukrativere ist. Ich glaube, wir wissen alle und spüren alle, der Glaubenssatz, was uns da von unseren Eltern irgendwo in Großeltern nach mitgegeben worden ist, irgendwo eine Immobilie besitzen ist immer besser als eine Immobilie zu mieten. Mieten ist ja auch noch für sich nur was für eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Da muss man sagen, das stimmt natürlich nicht mehr in dieser Form. Gerade in diesen Umbruchszeiten ist da natürlich alles auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, Benjamin, ganz, ganz viele Menschen fühlen sich aus der Seele gesprochen, dass es eben für gerade für junge Menschen einfach nicht mehr machbar, nicht mehr möglich ist, eine klassische Immobilie samt Grundstück etc. ohne elterliche Hilfe anzuschaffen. Und da, glaube ich, fühlen sich einfach ganz, ganz viele Menschen angesprochen. Und für diese ist, glaube ich, jetzt ein toller Trost, dass es ab und zu auch gar nicht schlechter ist zu mieten, auch wenn man gezwungen ist zu mieten. Man hat immer noch die Möglichkeit eben zu investieren und diese entgangenen Gewinne dann eben nicht sich entgehen zu lassen, sondern diese eben in diesen Umbruchszeiten zu nutzen. Und Benjamin, eine Sache, die hast du auch angesprochen und die sollten auch alle bedenken, wenn wir von Immobilien sprechen, und zwar USA und Europa ist grundlegend anders und Europa beginnt sich aber zu wandeln. Wenn man anschaut beispielsweise diese Instandhaltungskosten von 1%, ja, in Europa baut man für 100 Jahre, dann ist das 1% eben sehr, sehr sinnvoll. In den USA baut man für 25 Jahre und deswegen muss man auch diese Instandhaltungskosten in den USA exorbitant höher ansetzen, genauso wie die Grundsteuern in den USA um ein Vielfaches höher sind. Da reden wir von 2-3%, immer von Gemeinde ab, aber um 2-3%, was jährlich fällig sind, an Grundsteuer abzudrücken, muss man klar sagen. Das sehen wir aber auch in vielen europäischen Teilen, Italien, südlichen Ländern, wo die Grundsteuern massiv steigen. Und ich denke mal einfach, das sollte man auch im Hinterkopf haben, in Deutschland, in dem europäischen Raum. Nichtsdestotrotz, wenn die Grundsteuern steigen, wenn die Instandhaltungskosten steigen, trifft es ja das ganze Besitzer wie Mieter gleichermaßen. Bei den Mieten vielleicht ein bisschen zeitverzögert, aber es trifft immer alle. Nichtsdestotrotz
Ein Mieter kann nicht oder wird nicht dann klassisch enteignet. Ein Besitzer kann dann sehr wohl klassisch enteignet werden, wenn die Grundsteuer nicht entrichtet wird. Von dem her, die Sachen sollte man im Kopf haben. Benjamin, wirklich fantastisches Video mit vielen Rechenbeispielen dabei. Macht euch die Arbeit, setzt euch kurz mal hin, rechnet euer eigene Miet- oder Besitz der Immobilie einmal durch, was für euch denn schlauer wäre. Und wie gesagt, bei Immobilien ist natürlich immer so, ab einer gewissen Größenordnung von Finanzen, von finanziellen Background, muss man Immobilien irgendwo auch besitzen. Eine Immobilie ist immer das Beste, wenn man sie eben besitzt und nicht fremdfinanziert besitzt. Und als Allgemeines kann man sagen, eine Immobilie ist immer eine Leidenschaft, wo das Stück Herz mitschlagen soll. Und da, das kann man natürlich nie am Papier irgendwo auch klar messen. Von dem her, Benjamin, vielen Dank. Ich kann das Video, rechnet es durch. Und das Wichtigste, kommentiert es unten rein. Was haltet ihr von dem Rechenbeispiel? Was haltet hier ist besser mieten oder kaufen? Und natürlich dann, wenn es schon unten reinschreibt, gleich Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Video teilen und dann beim nächsten Video morgen mit dabei sein wieder. Ja, wir freuen uns auf ganz, ganz viele Kommentare, aber ich glaube, ihr werdet schon sehen bei den Rechenbeispielen, dass gerade in der jetzigen Zeit für sehr, sehr viele Menschen das Mieten finanziell gesehen deutlich die bessere Variante ist. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Vergesst nicht, dass auch Immobilienmarkt die Generationenzyklen ganz bestimmt dieses Mal und jetzt gerade sicherlich nicht schlafen werden. Ob mieten oder kaufen, wir bei Invest-in-Best nutzen die Chancen aus dieser epochalen Zeit und dann sehen wir uns morgen. Tschüss, Leute. Tschüss.